Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute mit leichter Verspätung. Es gab technische Probleme. Irgendwie hat Dead Island öfters mal diesen Controller-Bug, den wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und ich muss immer und immer wieder das Spiel neu starten. Und das Problem hatte ich auch heute wieder. In der Hinsicht bin ich froh, wenn wir mit Dead Island irgendwann durch sind, weil dieses Problem, das nervt mich einfach nur. Das habe ich nur bei Dead Island. Ich teste sogar, ob das bei anderen Spielen genauso ist und nein, ist es nicht. Es ist wirklich nur bei Dead Island, dass der Controller rumspackt. Jedenfalls, herzlich willkommen zum heutigen Dead Island Stream. Ja, beim letzten Mal hatten wir einige Nebenquests gemacht. Haben diese wunderschöne One-Shot-Waffe bekommen, in die ich mich letztes Mal schon verliebt hatte. Ja, und bevorzugt würde ich weiter Nebenquests machen. Ich habe ja schon erwähnt, warum. Munition wird erstmal gekauft. Und in der Hinsicht kaufe ich ja jetzt mittlerweile alles auf. Ich würde einmal auf die Riesenmap gucken, also hier, und gucken, wo haben wir alles Nebenquests zu erfüllen. Also hier, das ist die eine Tusse da, safe. Und ich gucke auch, wo haben wir Suchmeldungsquests. Also in Hellbrunn Hotel müssen wir überhaupt nicht mehr hin. Bel Air gibt es noch eine Nebenquest. In den Monarch Studios gibt es auch mal eine Nebenquest. Aber ich denke mal, die wird per Story irgendwann freigeschaltet, weil sonst hätten wir sie bei der letzten, wo wir dort vorbeigekommen sind, mitnehmen müssen. Also dann hätte sie ja da sein müssen. Venice Beach haben wir noch eine weitere Suchmeldung. Und bei Ocean Avenue haben wir fast nur Suchmeldungsquests. Es könnte aber sein, dass diese Suchmeldungsquests, die wir da angezeigt bekommen, diese vermissten Meldungen sind. Also ich würde jetzt einmal ganz kurz Bel Air gucken, ob da irgendwo ein Symbol ist, das mir sagt, eine Nebenquest ist gerade verfügbar, bevorzugt bei der Emma da. So, haben wir hier eine Anzeige, dass das eine Nebenquest hier gibt? Augenscheinlich nicht. Du verkaufst auch nichts Neues, ne? Zumindest nichts vom Wert. Das wollte ich nur eben kurz einmal gucken. Ob hier vielleicht noch eine weitere Nebenquest ist. Ich kann natürlich auch mal auf der Karte gucken. Ich denke mal nicht, dass wir hier eine weitere Nebenquest jetzt unbedingt sofort bekommen. Okay, dann mache ich Schnellreise. Bei Venice Beach gucke ich wann anders vorbei, weil die eine Nebenquest, die ich da angezeigt bekomme, ist ja bei diesem einen Turm, wo ich keinen blassen Dunst habe, wie ich reinkomme. Also gehen wir jetzt zu Ocean Avenue und machen dort ein bisschen weiter. Ich glaube, die waren hier irgendwo. Ja, das hier waren die vermissten Meldungen. Krieg hier aber gerade irgendwie nichts angezeigt. Mein Inventar habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gemanagt, oder? Okay, hier will keiner was von uns. Müssen zur CDC-Zentrale. Wo ist dieser Sicherungskasten? Den würde ich gerne öffnen. Da sind auch noch ein paar Fragezeichen, die würde ich vorher einmal mir anschauen gehen. Ich habe mit dem Dropkick den allein schon vernichtet. Ich glaube, da liegt eine Nachricht für mich. In kurzen Moment warten. Baby, today's our 5-year anniversary. I know you've said no to me 3 times. I know. But I'll regret this if I don't do it now, so I've something important to ask you. Will you marry me, love of my life? Are you all right, baby? What's going on? Ah!
Ich glaube, das Date lief nicht besonders gut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ach so, einer von denen. Bei dem muss ich ja köpfen, vergessen. Danke. Leicht zurück. Ich hab mir... Hi, Tommy! Ich hab mir den Generator für dich angesehen. Das sind mehr als nur ein paar Matten, Junge. Bei dem Ding läuft gar nichts mehr. Das braucht neue Kondensatoren. Zum Glück gibst du im West Hollywood einen Händler, den ich glaube... Momentan kommt niemand aus der Stadt raus, der keinen bösen Schnitt in Tarnklamotten trägt. Ich würde mich ja heute darum kümmern, aber ich muss sicher gehen, um bis zu der verdammten Sperrstunde zurück zu sein. Also mache ich das gleich morgen früh. Dafür kannst du mir so einen schicken, schaumigen Kaffee von gegenüber spendieren, den du so gerne magst. Wir werden uns das nächste Mal sehen. Auf dem Weg hierher habe ich bei dem Hotel gegenüber von deinem Laden ein paar Typen in weißen Overalls gesehen. Die hatten so ein Regierungslogo auf ihrem Van. Also schätze ich mal, die haben diese Sache bald unter Kontrolle und alles wird wieder normal. Pass bitte sagen, gut auf dich auf und ruf mal deine Mom an. Die macht sich Sorgen. Hab dich lieb, Dad. Die Nachricht eines Vaters an seinen Sohn. Irgendwo traurig. Hi. Ich hatte nicht den Plan, hier drauf zu klettern. Denn da weiter weh getan? Irgendwas klebt da an mir. Okay, wo ist die Shotgun? Da ist die Shotgun. Oh. Starker Revolver. Ich weiß nicht, ob der besser als mein jetziger ist. Einmal überprüfen. Ja, der ist deutlich stärker. Liebe Bürgerfamilie 66, dies ist eine unternehmensweite Bekanntmachung. Vom heutigen Tag an werden der Person Amanda Stiles jegliche unserer Dienstleistungen verwehrt. Hier ist der Zutritt zu allen Filialen im gesamten Land untersagt. Ein entsprechendes Näherungsverbot wurde entlassen. Sollte sie irgendeine Bürger 66 Filiale betreten, ist unverzüglich die Polizei zu verständigen, noch bevor sie aufgefordert wird, das Lokal zu verlassen. Wie viele von Ihnen bereits wissen dürften, zeigt eine Reihe kürzlich öffentlicher Online-Videos MS Stiles bei der Ausführung von Streichen unter Nutzung von Eigentum und Produkten von Bürger 66. Immer diese Scherzkekse. Auf Grundlage unserer Geschäftspolitik belegen wir diese Videos in keinerlei Form. Bitte kontaktieren Sie uns unverzüglich. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten, falls Sie online auf jegliche Verbreitung des Bildmaterials stoßen. Darüber hinaus, wenn alle Mitarbeiterinnen, die sich bereitwillig an der Produktion solcher Inhalte beteiligt haben oder künftig beteiligen, bis zum Abschluss weiterer Untersuchungen ohne Lohnfortzahlung beurlaubt. Bitte beachten Sie, dass die Person bei ihrer Machenschaft in der Vergangenheit Decknamen genutzt hat. Darunter Barbie River Goodyear. Unsubscribe. Hoffentlich in Begleitung eines Freundes, der als Hugo Clicker-like auftrat. Cam Batman. Just Invincible. Raven Night Shadow.
Lady Uppercroft, die 24. und der Lizard. Bleiben Sie wachsam und denken Sie daran, alle anderen Gäste mit einem Lächeln zu bedienen. Die Berge 66 Direktion. Diese Namen, ne? Diese Spitznamen. Das könnten wieder so Fünfjährige sein, die solchen Spitznamen erfunden haben. Bin gespannt, was es hier zu holen gibt. Ja, das Schwert ist awesome, ich weiß. Ah, hier ist eine Sicherung. Einmal kurz Peggy ausrüsten. Okay, eine Schrotflinte entschärft. Kann ich die auch triggern? So gesehen? Wenn ich drauf schieße? Nee. Gut, ich hätte die auch einfach rauslassen können, ne? Die wären so oder so gestorben. Dann hätten die einfach nur für mich die Schrotflinten entschärft. Ein Offiziersschwert. Okay. Da ist eine Werkbank. Okay. Dann haben wir noch zwei Fragezeichen auf unserer Karte. Werkbank ist immer gut. Vor allem, wenn ich eine neue Bombe dadurch kriege. Eine Nagelbombe. Ein improvisiertes, mit Schrapnell gefülltes Kampfmittel explodiert kurz nach dem Wurf, verursacht Blutungsschaden und verursacht allen Zombies in der Nähe Blutungsentzug. Der Schaden hält sich in Grenzen. Das ist ein Zeitzünder. Ich nehme das mal anstatt der Haftbombe. Einfach allein schon zum Ausprobieren. Ist aber bestimmt noch was zu holen. Da ist die Werkbank. Das ist das ordentlichste Klo, was ich im ganzen Spiel gefunden habe bisher. Oh, hier eine Nachricht. So blöde. John ist so blöde. Als sie meinten, dass da Zombies wären, fragt er, was denn mit den Sombreros wäre. Danny ist so blöde. Er würde selbst auf der Zombie-Schule sitzen bleiben. John ist so blöde. Er hat immer A-Funk-U-Irung verstanden. Danny ist so blöde, dass er mit seinem Messer einen gute Nacht, dass er seinem Messer einen gute Nachtkuss gibt. Und jetzt braucht er keinen Lippenstift mehr. John ist so blöde, er glaubt, Kakao stammt von den braunen Kühen. Danny ist so blöde, dass er Steak mit Ketchup isst. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Kennen viele, die das machen. John ist so blöde, dass er dachte, eine Steakhose wäre aus Fleisch. Handschriftlich offenbar wütend drüber geschmiert. Hört mit dem Kühe-Quatsch auf und macht euch nützlich. Das klang irgendwie ab der Hälfte wie deine Mutter. Deine Mutter ist so doof, Witze, um genau zu sein. Hey, wenigstens kann ich das Teil direkt verbessern. Okay, die sind ja ends scheiße. So, warte. Vorher gucken, vielleicht. Ja, Vampirismus. Mit der Waffe kann ich ja fast durchgehen, One-Hitten, da will ich Vampirismus drauf haben. So, du kriegst den Einschläger. Nagelbombe, go! Sah zumindest lustig aus. Ach, ist das schön, wenn man die so wegmietet.
Nimm mal die Nagelbombe wieder weg und nimm wieder die Haftbombe. Nagelbombe sieht zwar ganz lustig aus, aber irgendwie ist die kaum praktisch. Officer Wilson, nein! Sie haben sich auch bekommen. Chemiebombe, Elektrobombe. Das ist die Bombe, die ich gesucht habe. Kommt näher. Ich will euch genau da haben. Es ist sogar durchschlagen, das ist so schön. Ich muss ihn erstmal den Helm runterkloppen. Ne, Officer Wilson. Schlüssel der Mallkopf. Mal kurz gucken. Rucksack, Schlüssel. Ah, okay, im Sterling Hotel kann ich gleich was holen. Das habe ich ja letztes Mal rausgefunden, dass ich da einfach nachgucken kann. Perfekt geworfen. Hallo. So, Peggy ausrüsten. Weil mit Peggy habe ich leichtes Spiel. Eine Schrotflinte. Und hier geht's offenbar wieder raus. Man muss so ultra genau mit der Waffe treffen. Aber dafür macht die auch immensen Schaden. Wenn's trifft, one-hitted ist. Ich habe einen Sterling Hotel Gast gefunden. Hallo. Danke für die Larven. Helgas Souvenirschlüssel. Muss ich auch mal direkt gucken. Wahrscheinlich ganz unten. Okay, Zimmer 01. Safe Knacker. Und ich habe Verjüngung bekommen.
Wenn du einen Zombie tötest, erhältst du auch so zurück. Je niedriger deine Gesundheit ist, desto stärker der Effekt. Okay, und wo ist die zweite Geldkassette? Direkt nebenan, oder nicht? He's still going. What else do you need to hear, Ken? I know. That man is a psychopath. Nebenquest gefunden. You can leave now. See? They just walked right in. Mit dem rede ich sofort. I can play hide and seek. I know what you are. I know what you are. All right, dude. I heard you were making some trouble. Need some help? Help? That's what she... You're here to steal just like her. Huh. Next thing you'll say is that I can trust you too. Huh? Who stole from you? Denise! She came in when I wasn't here. Without my permission. And she stole the bag that was right underneath my bed, and she can't do that. That's wrong. Yeah, that ain't fair. What's your name, man? Luther. Okay. I'll go talk to Denise and straighten this all out. She wants that. She wants you to talk. Then she'll steal your teeth. Ich glaube, der hat den Verstand schon verloren. I'm not like her. My buddy Byron, he'll see you right. Hey, no worries. I got this. Why? Why would you take him? He wasn't doing anything. Warte mal, Denise ist ja direkt hier oben, ne? Yeah, what? I just ran into this guy, Luther. No, you ran into a mess called Luther. That boy's on random shuffle. Moment. Well, he says you stole the bag under his bed. He's pretty worked up about it. That bag was stinking. Ava and Ken were bitching so bad I threw it out. The fuck's in it? I do not want to know. Couldn't get near it without gagging. I just tossed it down the trash chute. Look, if we want him to stop freaking everyone out, we're gonna have to put up with the stink. Whatever, go knock yourself out. But if he doesn't calm down, he's going down the chute too. Okay. Crazy talk, Rave is bitching. Put them both down the chute. Direkt unter mir. Muss ich auf jeden Fall eine Etage tiefer, ne? Okay, ich muss weit runter. Komm, komm, weiter durch. Hui. Irgendeine Sequenz. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass sie länger ist. Ich weiß nicht wieso. The glamorous life of a zombie slayer. Ugh, nope. That definitely wasn't it. Danke. Ich bedanke mich immer für die Lava. Poesiemüll. Rosen sind rot, Veilchen sind lila. Das Ende der Welt naht, also scheiß auf den Loser und sei für mich da. Mist, das kann ich doch noch besser.
Meine Liebe für dich, sie wächst und wächst. Du hast mich in alle Ewigkeit verhext. Du strahlst wie das helle Sonnenlicht. Also nach mir klingt das wirklich nicht. Ich sehe schon, das wird nur eine Ideensammlung. Auch gut, dann wollen wir mal experimentieren. Hey, du da, gut siehst du aus. Lass uns was trinken und dann stinken vor Liebe. Aber, Hallöchen, aber. Ach, wäre ich doch deine Beta. Oh, Computer, wie originell. Und die an das Computer, Girl. Ich will mich mit deinem mit deinem Netzwerk verbinden, problemlos deine Firewall überwinden. Du bist die coolste der Computerschnitten. Also komm, ich sag dir meine Scheiße, ist das bescheuert. Ich weiß, es kommt echt überraschend, aber es muss jetzt raus. Mein Herz setzt bei deinem Anblick nahezu aus. Auf eine Art allerdings, die mir gefällt. Aber ich weiß nicht weiter. Du bist vergeben. Wir sind befreundet. Das kann doch nur scheitern. Aber nach der ganzen Zeit, die wir uns schon kennen, hat sich bei mir was entwickelt. Ich könnte echt flennen. Ich habe keine Angst, du könntest das nicht verstehen. Ganz ehrlich, das ist mir egal. Ich habe mehr Angst, es könnte unsere Freundschaft zerstören. Eine Höllenqual. Aber ich trete hier bestimmt nicht ab, bevor ich dir meine Liebe gestanden habe. Okay, Entwurf 1. Das kann ich ruhig noch überarbeiten. Ich weiß, es kommt echt überraschend, aber es muss jetzt raus. Mein Fleck macht den Rest unleserlich. Ich glaube, deine Gefühle kommen nicht mehr an, aber die Kakerlaken kommen an. Not that. That's just regular disgusting old trash. Ay, gross. That one moved. Okay. Von der anderen Seite muss ich einmal drum herum. Da ist wahrscheinlich auch drin, was ich suche. Wie komme ich da rein? Gang ist hier gerade bedrohlich. Nope. Not in there. Da. Ist mehr abgeflogen als ich wollte. Da ist die stinkende Tasche. Owner seemed to like the smell. Freaks. Hey, maybe I could use that. Was ist da drin? Auf jeden Fall was Menschliches. Ablenkung nutzen. What the fuck, Luther? You save your favorite maggot sandwich or something? Das ist eine sehr gute Frage und ich will sie nicht beantwortet haben. Ich will nicht wissen, was da drin ist.
Jeez. You looking for something to do? Always more people to be. Also der Typ hat 100 pro ein Rad ab. Delivery. You actually, you did it. Thank you. Da ist ein Arm drin. This is Byron. You guys met? Oh man. Byron's a hell of a guy, hey? You know he's always got your back. You could take on anything, you know. Best goddamn friend I ever had. Thanks for bringing him back. It's gonna be okay now. Yeah. Man. I'm gonna give you guys some space. Cool. Oh, wait. Hold on, your reward. As promised. With our heartfelt thanks. Yeah, bring it in, man. Ich sag dazu mal nix. Vom Skalpell zum Vorschlagkammer. Verstümmle einen Zombie, um einen moderaten Schadensbuch zu erhalten. Und ich hatte noch eine Fähigkeit bekommen. Du hast Probleme auf so viele Arten. Kann ich dir erzählen, was da drin war? Da war der Arm seines toten Freundes drin. Der Junge hat Probleme. Er hat massive Probleme. Ich muss nach unten. Laut Karte zumindest. Da muss ich lang. Oh ne, das war der Kotz. Jetzt die ekelhaften Eier machen. Und der ist immun gegen meine Knarre. So, den wichtigsten zuerst. Let's go prove I'm not a zombie. Warum muss ich schon wieder darunter? Aktiven Quests werden aufgegeben. Was? Ich hab doch nur Blood Drive, oder nicht? Oh, jetzt bin ich schon wieder hier unten. Das habe ich verbrochen. Oh, the shit. The latest fragrance from fucking disgusting sewer gunk. Ugh. Jo, der Kack. Okay, da ist ein Lockdown. There we go. CDC Main Gate. Ich glaube, hier ist es nicht viel besser. Oh, these CDC guys don't give a shit about the caustic stuff. Da hinten lag was, das habe ich gesehen.
Nur die Goldstange? Ich dachte, ich hätte eine Nachricht gesehen. Locked. I'm taking the long way around. Is that Caustic X on their fucking backs? Die wissen schon, was sie tun. Da kann ich nicht durch. Den mache ich mal eben platt. Könnte ich eventuell noch gebrauchen. Oh, ein Riesenrad. Darf ich damit fahren? This looks open. Hier fehlen irgendwie ein paar Körperteile. Okay, ich muss da durch das Zelt. Ich habe alle Materialien voll. Außer Kleber. One million unaccounted for? Jesus Christ! They were under our fucking feet. Autophage. Autophage. Is that what they call it? So nennen sie das offenbar. Autophage. Someone didn't want to stay put. A diagnosis for the living. But what about all the dead fuckers they had in here? Wenn du angesteckt warst, kannst du eigentlich nur Suizid begehen. Je nachdem. Bei Walking Dead besteht zwar diese Theorie, wenn du beispielsweise in den Arm gebissen wirst und wenn du ihn schnell genug abhackst, dass du es noch überleben kannst, aber ich glaube nicht, dass hier die Theorie bestätigt wird. Da kommen noch 100 pro welche raus, wenn ich das öffne. Genauigkeitsvorteil. Heißt das, ich kriege dann Visier drauf oder was bedeutet das? So, erwische ich hier irgendwen auf dem Scheißhaus? Nö. Heute mal nicht. This place is hella creepy. Liegt hier überhaupt noch irgendwer?
Ich stimme den Charakter zu. Hier ist es verdammt noch mal creepy. This shit grows, doesn't it? Like in the sewers. Puta madre. Aber wenigstens kamen sie hier auch mal gut ohne irgendwelche Fähigkeiten gegen den Scheiß zurecht. Bitte sagt, das was normales was, aber. They got torn apart by the things they were trying to study. Ja, die hätten vielleicht sicher gehen sollen, dass das Ding sich nicht mehr bewegt. Einmal in den Kopf schießen. Statt so richtig interessiert zu gucken. Oh. Zu früh gefolgt. Wollte gerade sagen, an der Stelle will ich nicht bleiben. Ja, nur davor, oder sind sie hier deutlich schwächer als im Gebiet davor? Teilweise will ich gar nicht wissen, was da passiert ist. Muss das einmal kurz in die Luft jagen, damit es weg ist. Hier haben wir noch einen Wasserkanister. Soll die Hauptgruppe betreten. Okay, er hat keinen Bock aufzustehen. Wir brauchen ein Blutentnahmegerät. Bin unten! Musste ich runterspringen oder gab es noch einen anderen Weg hier runter? Okay, Blood Sampler. Ach, das Ding. Ich guck gleich. Ich will mich erstmal hier umschauen, während ich hier noch Ruhe, Frieden habe. Wie die Zombies so von innen wirken? Man könnte meinen, dass auf den Rücken von diesen Sprengern wäre ein Tumor.
hier auch noch was mitnehmen kann. Ist ja klar, die wollten natürlich wissen, wie kann man dagegen wirken. Ist trotzdem krank. Nur weil ich denke, dass danach was passiert. Of course the power's gone. Good evening, Dr. Dorian. Please enter your authorization code. You have one attempt remaining. What is it with all the codes? Biometrics are a thing. Hello! Dorian was working on specimen type Echo. This ain't it. Geht hier irgendwo, wer was ist? Nope. Ich werf den mal beiseite. Is this Dorian? You guys could have worn name badges. Yup. Hättet ihr wirklich? Nope. Stehen noch 100% pro gleich alle auf. Ich kriege auf jeden Fall richtig viel Zombie-Zeug. Useless. Gleich überhaupt gucken, wie ich hier wieder rauskomme, wenn ich jetzt fertig bin. Mittig finde ich einfach nichts. Wrong guy. Ist eine Leiche? Irgendwie finde ich so gut wie gar nichts. Und ich habe das Gefühl, hier in der gesamten Basis ist nicht ein einziger Typ übrig geblieben. Useless. Der hat sich noch gewehrt. Irgendwelche Hinweise. Es pulsiert noch. Das ist wahrscheinlich Panzerglas. Ich gucke hier gerade schon einmal im Kreis. Ich finde einfach nichts. Hier ist nochmal was. Oh, Echo means the screamy ones. This doctor must have been doing some zombie slicing. Okay. Not our zombie. Suchen den Schreier. This is explodey, not screamy.
Das sind wahrscheinlich die Schreihälse. Here's the echo. Better check around. Dorian's signature. This is the right place. Okay, the doctor moved to Bay 3. Okay, Untersuchungsprotokoll FCM 41, Sprache zur Texttranskription. Dr. Dorian, CDC, Pipapo, Autopsie Nummer 7, USS Marco, LRT-Archiv, Subjekt FCM 4. Scheint korrekt getaggt zu sein. Weiblich, kaukasisch, mittleren Alters. Unfalleinsatz im blauen Perimeter, 22:27 Uhr. Eingesackt, getaggt und abtransportiert in 18 Minuten. Tödliches Trauma durch Vulnus Clopetarium. Mehrere Vulnera. 17? Nein, 19. 5,6 Gewehrkugeln. Tödliche Schüsse. 3 im Schädelbereich, 8 in der Brusthöhle. Scheiße, was wissen wir schon? Irreguläre, nicht traumatische Adoption. Das ist wahrscheinlich einfach nur der gesamte Bericht. Das lese ich mir aber nicht durch. Rest in peace, Dr. Dorian. Not what I need. Thanks for the code. Hours on. Ich sag's doch, da kommt eine Sequenz. Doc, time to start operation Get My Blood. You should see a circular opening big enough to stick your arm into. Check. So, stick your arm into it. Done. Now what? Puta! It's eating me! Just relax. It has to keep you steady so we can take the sample safely. You say so. Gott, dafür habe ich nicht die Zeit. Hurry up, R-Meter. Sounds like you're done. Now, the sample will dispense from the side. Got it. Are there worm-like things wriggling around in it? What? Kidding. We're good. Working on your stand-up routine, Doc? Heading back now. Ich hau sofort ab. Ich glaube, viel mehr ist hier tatsächlich nicht zu tun. Ja, hier ist tatsächlich nicht viel mehr zu tun, offenbar. Hi. Okay, Doc, I'm heading back. Ich hatte gerade mal wieder keinen Sound. Not so fast. I still need the equipment to perform the analysis. It's called a blood drive. Looks like a laptop. Oh, right. You forgot to mention this before. Where is it? Hopefully at the lifeguard HQ. I sent someone to retrieve it from the pier, but lost contact. I'll take a look. Einfach wieder den Proteinriegel. Ich kann nicht mehr zurück. Erstaunlichkeit. Das sollte ich nach Möglichkeit auf mein Gewehr packen. Wäre auf jeden Fall besser als Genauigkeit. Sammle doch das dumme Befestigungsmaterial ein. Oh, eine Nachricht für mich. Doc, you're smiling, so it must be good news, right? So, myself and Dr. Myers checked your results twice, thoroughly, and we both came to the same conclusion. I'm very sorry, but you've tested positive. Okay. Now, we have phone lines ready if there's anyone you'd like to talk to. Otherwise, we have grief counselors who have been very helpful with this sort of diagnosis. They may be able to help you find some resolution. Sure. So, when can I get out of here? Gar nicht. Yeah. Well, I'm afraid that's impossible.
And because we're still figuring out the nature of the infection, we unfortunately can't offer you much time today. We've already had to... What are you talking about? I feel fine. Well, we've had to notify the medical examiner, and it is likely he's going to want to do an autopsy, giving the, well, the nature of your infection. We do have a menu prepared when you're ready. No. All right, Sergeant. Yeah, I'm not going to let you people cut me apart. You're wrong. I'm fine. All right, stop him. Hey. Ja, sowas will man nicht zugeben, dass man zum Zombie wird. Und damit haben wir Santa Monica betreten. Noch eine schwimmen gehen? Ich glaube, am Strand finde ich nichts. Zumindest nichts, was interessant ist. Lettern ja auch auf den Boden. Da fand ich das eine Mal schon nicht besonders spaßig. Ich vom B14. Okay. Ashton Begum Voice Protokoll irgendwas an Alice Gerard. Hi Alice, komm gerade rein. Laut Vector ist es, mal sehen. Ja, läuft Vectorstunde 0 plus 56. Der POTUS hat vor etwa 4 Stunden den Notstand ausgerufen und streng geheime Verordnung erlassen. Bislang läuft alles glatt. Unsere Logistikteams rücken mit Containment-Ausrüstung an und niemand stellt großartig Fragen. Monika 1, 2 und 3 sind fast komplett und sicher. Die Screening-Systeme sollten innerhalb einer Stunde online sein. Die Basis-Fiebe liegt hinter dem Zeitplan zurück. Züge sind doch problematischer als angenommen. Aber wir sollten in der Lage sein, Minderjährige innerhalb von 8 Stunden zu erfassen und zu evakuieren. Ich stehe zu unserer Abmachung. Wir holen die jungen Leute da auf jeden Fall raus. Ich checke jetzt mal die Evakuierungskorridore. Alles rollt gut an, aber die örtlichen Befehlsgeber halten sich nicht immer an die Vorgaben. Und ich kann denen wohl kaum sagen, dass ich bereits Erfahrung mit Zombie-Ausbrüchen habe, oder? Ich lasse vor Sonnenuntergang wieder von mir hören. Ihr 14 meldet sich ab. Hier lief mal wieder alles gut. Rein in die Tonne. Zumindest ein Stück ist drin. Ich glaube nicht, dass hier am Strand irgendwas ist. Ich glaube es wirklich nicht. Hier vielleicht. Sieht nach einer interessanten Stelle aus. Kann ich nichts mitmachen. Das Problem wäre gelöst. Hello, friendly lifeguards. Do you happen to have a blood drive? Wahrscheinlich. Is that a fucking whale? Thank you.
Das hier wird unangenehm, wenn es hoch geht. Ich habe gehört, hier mocht man Wahlgesänge. Ich hatte einfach mal die Hoffnung, dass das schon alle Schrotflinten waren. Leider war es das nicht. Ein Militärmesser. War denn die andere Schrotflinte? Da war die eine. Ach, da unten war die andere. Ich hätte dem entgegenwirken können. Oh Leute, der Stuhl. Er vibriert. Er hatte irgendwer sein Freudenmodell drin vergessen in dem Stuhl. Ich glaube, dahinter wartet irgendwas auf mich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Hey, very unfriendly lifeguards. Ich kann da nicht durchschießen. Let's do this. Die hatten ein beschissenes Timing. Verdammt. You know how it is. Da war noch einer. Das ist Randys Spind. Randy, bist du irgendwo? Ich brauche deinen Schlüssel. Diese Wahlgesänge, ne? Normalerweise sind sie ja so für Beruhigung da, aber in Horrorspielen, finde ich, sind sie mehr gruselig. Du dummer Charakter, halt dich doch fest. Drin ist keiner. Oder er versteckt sich sehr gut. Welche Nahkampf-Einschläger-Mod?
Okay. Bundy, can you hear me? Zephron, I did it. I locked the pier checkpoint. It's contained. Idiot. You need to get back there and unlock it. What? Reed needs the data vault. Oh, God. Oh. I'm well aware that... What is that voice? I think I'm having a panic attack. Give me strength. Bundy, things have gone very badly, and without the data vault, it'll get a whole lot worse. So stop panicking and get to the pier. Oh, fuck. Okay. Oh, God. Okay. Okay. Ich glaube, ihm ging's nicht gut. Hier gibt es tatsächlich Nebenquesten. Und eine Suchmeldungsquest. Wahrscheinlich das für die Rettungsschwimmer. Doc, there's nobody here. Damn it. That means Dr. Bundy didn't make it. The blood drive must still be at the end of the pier. Then I'll go get it. No blood drive, no way out of LA, right? Right. Just be careful. The pier was locked down, but Bundy had the key. Try to find him. Bundy, got it. Okay, neuer Slot. Was packen wir da rein? Ich kann meinen Dropkick auf jeden Fall noch verbessern. Und da wäre ich auch tatsächlich für. Jetzt stecke ich die nicht nur in Brand, sondern mache auch noch eine kraftvolle Explosion. Okay, wir haben eine Story-Quest abgeschlossen. Wir müssten einmal den Pier runter. Ich wäre aber dafür, dass wir das tatsächlich beim nächsten Mal machen. Weil wir haben hier einen sicheren Raum. Und ich würde gerne auch in einen sicheren Raum Schluss machen. Aber vorher will ich nachgucken. Hier bei Beverly Hills, ob die eine Tusse jetzt neues Zeug haben will. Hallo. Ist leider keine neue Quest, aber den Stand kaufe ich trotzdem leer. Da hinten ist gerade einer einfach appariert von den Zombies. Okay, ich kann ja auch hier Schluss machen. An der Stelle. Geht dann mal zum Hauptmenü zurück. So. Wir sehen es da rechts. Wir haben 19 von 24 Hauptquesten fertig. Nebenquesten, wir haben heute vom Prinzip her nur 4% Fortschritt gemacht. Also uns fehlen halt noch 10 Suchmeldungen, 19 Nebenquesten. 5 Story-Questen. Ich habe übrigens gerade auch keinen Ingame-Sound, falls ihr fragen wollt. Aber mit der Hauptquest kommen wir sehr gut voran. Was Hauptstory angeht, sind wir demnächst wirklich durch. Okay, Leute. Ich würde sagen, damit war es dann jetzt für heute. Ich hoffe, dass ihr alle einen entspannten Stream hattet. Ich weiß, der heutige Stream war ein bisschen kürzer. Habe ja ein bisschen später angefangen und ich wollte jetzt nicht aus der sicheren Zone heraus die 10 Minuten jetzt noch verbringen, da was zu suchen. Das machen wir dann lieber beim nächsten Mal, dass wir da mit der Hauptquest weitermachen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da 6 Nebenquesten auch in dem Gebiet dann gleich sein werden. Hätte ich nicht gedacht.
Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst bei YouTube ein Abo und ein Like da. Auf Twitch ein Follow. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle wie immer als erstes. Euch noch einen schönen Tag.